Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier im Banner vom Scheißlauf. Wir machen uns auf die Reise nach Nikolov. Wer den Kanal noch nicht kennt, kann ihn gerne abonnieren. Ich nehme euch immer mit. Viel Spaß beim Video. Eine 1,35 kostet die knapp 22-minütige Zugfahrt hier vom Scheißlauf nach Nikolov. Vom Bahnhof Mikolov, der hier im Hintergrund zu sehen ist, gibt es eine direkte Fußgängerverbindung, nämlich da rein Richtung Stadt. Knapp einen Kilometer geht man vom Bahnhof, bis man hier im Zentrum von Mikolov angekommen ist. Und wir haben uns heute für folgendes Lokal entschieden. Und zwar gehen wir heute hier im Veggie Dick essen, wo es 100% veganes Essen gibt. Ich bin schon sehr gespannt. Nach dem köstlichen Mittagessen geht es für uns jetzt da hinten rauf auf den sogenannten Heiligenberg. Unter 63 Meter Seehöhe hat der heilige Berg von Mikolov. Und wenn ich mich mit der Kamera umdrehe, sieht es so aus. Von hier her oben hat man einen herrlichen Blick hinab auf die Stadt. Und wenn ich ein bisschen mich nach links drehe, sieht man auch Richtung Österreich. Wenn man in Tschechien ins Kaffeehaus geht, dann muss natürlich auch der klassische Spiska mit am Programm stehen. Nach diesen unglaublichen Kalorienbomben im Kaffeehaus geht es für uns jetzt auch ein bisschen durch die Stadt. Stumme Zeugen einstigen jüdischen Lebens hier in Mikolov sind zum Beispiel die Mikwe hinter mir und da können wir sogar reinschauen. Oh,
war's von unserem Ausflug heute nach Mykolo. Wer das Video bis hierher gesehen hat, schreibt Hashtag Fahrschein in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Schauen vom Video, Papa, und bis zum nächsten Mal.